Ich muss Luftjollen Joe finden. Gut, Stranger hat auch schon gesagt, was wir zu tun haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Oddworld Stranger's Wrath. So, der Luftjolle scheint der hier zu sein. Zumindest ist er anders aus als alle anderen. Hey Joe, hab gehört, dir gehört die Luftjolle und... Hör zu, verschwinde, Vollidiot. Ich hab Besseres zu tun, als mit dem Fremden zu reden. Kennst du das, Spiel Meine Faust in deinem Gesicht? Oh, was? Okay. Wenn ich zurückkomme und die Luftjolle fährt noch nicht, muss ich dir ein neues Spiel beibringen. Verstanden? Oh, ich mach ja schon! Und die anderen interessiert das nicht. Die haben hier gerade öffentliche Gewalt gesehen, aber es interessiert sie nicht. Nee. Okay. Dann wollen wir uns das auch mal angucken, was die Luftjolle hier uns zu bieten hat in Form von Fahrqualität. Weil ansonsten muss ich ihm vielleicht auch noch etwas zeigen. So, Luftjolle. Luftjolle. Jolle, Luft, Luftjolle. Nö, keine Ahnung. Bounty Store, Bam Bam. Bamboo Valley. So gut. Ich weiß nicht. Guck mal hier. Ich nehme mal stark an, dass das hier ist. Kannst du das Tor aufmachen? Okidoki, jetzt kannst du durch. Fein, das ging überraschend simpel. Ich nehme mal an, dass es das hier ist. Zumindest war es etwas naheliegend, dass es nichts etwas anderes ist. Ich habe jetzt eine etwas längere Pause gemacht. Tut mir auch leid, dass in der Zeit auch, sagen wir so, der Video-Amount etwas mager war. Und, ja, interessant. Ich muss durch dieses Tor durch. Die Hafenbehörde arbeitet wieder voll. Was so ein kleines Spiel an Veränderung bringen kann. Wunderschön. Und Saving. Und schon haut mir meine Framerate ab. Nein! Wie gesagt, ich finde die Framerate sehr interessant, wie in puncto Instabilität in puncto Aufnehmen. Ja. Okay. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Komisch. Okay. Ich nehme mal stark an, dass das hier die Luftjolle ist. Zumindest steht er schon entsprechend da. Hörst du die Luftjolle für mich an? Ja, ja, steig einfach ein. Hoffentlich machen sie dich fertig. Ja, ja. Halt die Poppen. Ich finde ja, die deutsche Synchronisation hier ist etwas... aber, mei. Es ist halt ein ursprünglich amerikanisches Spiel gewesen und noch dazu ein damaliger Indie-Titel. Das ist etwas, wir sagen, etwas interessant gestaltet gewesen. Aber moin. Ich muss ja auch dazu sagen, dass Oddworld Stranger's Wrath nicht der optimalste Teil von Oddworld ist. Also viele Leute sagen, er ist gut, sehr gut gewesen. Ich persönlich bevorzuge allerdings eher die Side-Scrolling Jump'n'Run-Games von ihnen. Was ja im Prinzip eigentlich die ersten beiden waren. Die waren super. Die waren klasse. Ich kann sie bloß leider nicht aufnehmen, sonst wären sie schon länger hier gewesen. Das war auch einer meiner Pläne für die relativ ersten Projekte. Aber ging halt nicht. Na gut, dann wollen wir uns hier mal gucken, um Fatty Mac Fett zu Fatty Mac JJ umzunennen. Okay, Saving. Und dann wollen wir mal gucken. Oh, ich sehe schon die ersten. Sind auf dem Radar. Einfach mal hier gleich Knife verstecken und hupp, versteckt. Ja, die Spinne haben wir ja auch noch. Könnten die eigentlich auch mal ausprobieren. Aber erstmal gucken, die Munition für die ist aber echt mager. Da würde ich eher einen Stunk riskieren wollen. Dann wollen wir uns mal den hier so derartig eine olfaktorische Faust ins Gesicht schlagen lassen. Jo, tut es. And again, and again, and again. Ja, fix. Das ist gerade nicht ganz so einfach. Fix, du bleibst liegen. Ich hab gesagt, du bleibst liegen. Du bleibst auch liegen. Egal, jetzt erstmal. Der muss weg, was sonst wird er nämlich ziemlich stören. Und... aufladen. Selber auch nochmal kurz hinterher. Der ist wieder wach. Shit.
Den nehmen wir auch gleich mit. Der andere kommt näher. Ja, ja, ja. Ich trete dir in, was auch immer du da im Gesicht hast. So. Jetzt haben wir den auch dabei. Wieder kurz. Boah, guck dir mal, zieh dir das Messer aus der Brust. Stranger hat ja echt eine Vitalität jenseits von Gut und Böse. Also ich hätte das nicht so einfach wegstecken können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und runter. So. Hinten in der Ecke ist er ganz nach hoch. Es ist so nicht. Zu ruhig. Es passt mir nicht ganz. Vor allem, warum steht der Keep out? Was ist denn da? Hm. Beweg dich nicht hinten. Ja. Ja. Kann nie schaden. Bomben. Schon stand nichts Interessantes. Warum steht der Keep out? Nee. Okay, dann wollen wir mal einen Überraschungsangriff machen. Nö, habt ihr nicht. Beide hätte ich gerne dabei. Und der Alarm ist relativ gering geblieben. Sehr schön, sehr, sehr schön. Was? Die kotzen mal sich so richtig schön aus. Das müssen gute Freunde können. Und sie sind auch gleich mit mir näher befreundet. Aber die anderen nicht. Darum müssen wir uns hier erst einmal eine Freundschaftscommunity der Liebe und Freude aneignen. Da ist Geld. Da hört Liebe und Freude auf, Junge. Okay. Gut, dass wir auch gleich die Aufgerüsteten bekommen. Einmal gekäuft und schön ist das Ding. So. Dann können wir die auch gleich mal ausprobieren. Ich habe die nämlich nicht mehr so wirklich in Erinnerung, wie die waren. Na, komm schon. So. Mula, Kanishade. Na, gibt es sonst noch irgendetwas Interessantes? Nö, nicht wirklich. Schade, schade. Kurz nachholen. Munition. Nicht nötig. Okay. Der. Langsam, aber sicher vorschleichen. Mit Schleichen funktioniert es ja hier meistens nicht. Zumindest nicht bei mir. Oh, Rail-Shooter-Passage. Yay! Ne? Zumindest besser gelungen als in meinem aktuellen Titel namens Rambo. Ah, die haben das so richtig vergeigt, aber so richtig. Gut, dann nehmen wir auch gleich mal die explosivere Variante und gehen rein. Aufgeladen. Und da oben. Und schon ist Ruhe in der Ecke. Alter, ich finde die Augen von der Flederbombe da irgendwie so strange. Ja, tut mir leid. Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber es geht halt da um ums Prinzip. Ach, Ruhe. Hier ist niemand. Hast du gehört? Fix hätte was werden können. Shit, shit. Niemand, habe ich gesagt. Kacke. Okay, er ist nicht mehr da. Wo ist der andere? Hier ist er. Und er ist mein. Ein weiterer in der Sammlung und damit weitere 25 Mula für mich. Sehr schön. Was sind die alle? Da hinten. Ja, da hat sich nur was bewegt. Nichts weiter. Den. Oh, fangen wir auch gleich ein. Shit. Hallo, erstmal. Wollte ja nicht unhöflich sein, aber sie kam da irgendwie so sehr entgegen. Darum nehmen wir es jetzt einfach mal so ganz perplex mit. Ui. Tatsächlich ein paar mehrere, ne? Und da kann man mehrere einnehmen und. Nix da. So. Kurz beilen. Hinten steht so einer, ich weiß, ich weiß. Aber ich muss den erst mal wegnehmen. Das würde zwar kurzweilig wehtun und könnte etwas stressig werden.
kurz sauber machen. Das wird jetzt so derartig viel Ausdauer kosten. Aber ja, mutig. Du bleibst erstmal da liegen. Und hier da oben dankt erstmal ab. Na, Kim Cho. So, jetzt aber. Und jetzt können wir dich mitnehmen. Jetzt ist aber Ruhe hier. Und lieber keine Chance vor ihnen. Okay. Das ist voll, sehr schön. Die Leichen nehmen wir auch gleich mit. Wenigstens etwas Mula. Eine Handvoll Mula. Hier sind viele Fässer gewesen. Abim. Bienen brauchen wir auch nicht mehr. Schade, schade. So, machen wir hier das noch schnell frei. Vielleicht kriegen wir da oben etwas Interessantes zu sehen. Ich zweifle es zwar ein bisschen, aber könnte sein. Und... ein Sniper-Pfeil. Geil, das wird jetzt schon wieder. Das wusste ich gar nicht. Jetzt bin ich mir bloß nicht mehr sicher, wie die zu einsetzen sind. Ich glaube, die waren das mit dem Fernrohr. Und ich glaube, das Fernrohr... Hoppala. Mit dem Fernrohr muss ich noch ein bisschen was machen, weil ich habe aus Versehen der Fernrohrtaste keine Taste zugewiesen und die musste ich jetzt dann nachher nachholen. Werde ich machen. Ich glaube, in der nächsten Folge sollte es sowas sein. Du bleibst liegen. Ja, klack, du bleibst liegen. So. Herr Schaff, zeigt ihnen, dass die nie auf einmal hören. Ich sag's euch schon so eindringlich. Wie schockierend soll ich's noch machen? Ne? Blumiten. Okay. Da ist einer. Hey, was geht hier ab? Komm näher. Nee, er ist zu blöd. Aber volle Kanne, du. Komm noch mehr, ne? Wäre schon geil, wenn wir alle mit einer Bonamite einfangen könnten. Du kannst nicht. Gut, bis der hier ist, können wir den einsacken. Gut, das war nicht ganz so elegant, aber es funktioniert. Ja, komm schon, beweg dein Euter, Stranger. Hit and run, so viel zum Thema. Ja, sag bloß, die haben... Alter, die haben ein Kurzzeitgedächtnis, ey. Ja, du hörst nur Mäuse husten, das ist eindeutig der Fall so. Okay. Wo ist denn schon? Ja, Menschenskinners. So. Die sind jetzt auch frei. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich sie noch mitnehmen. Da oben oxidiert auch einer gemütlich vor sich hin, aber der weiß nicht so recht, worauf er ballern soll. Er ballert lieber auf die Platte unten und wir ballern lieber auf etwas Rotes. Ich mag rote Sachen, die man nicht drücken soll. So. Und er hat gleich drei davon im Gesicht. Schön. Je fester man es drückt, desto besser. Okay. Warum geht's hier hoch? Was ist da oben? Jetzt bin ich neugierig. Guck mal aus der Sicht. So. Und? Kisten. Naja. Eher mäßig der Fall. Moment, mir klopft einer. Verzeihung.